So, ihr Lieben, etwas ungewöhnlich, mal nicht aus meinem Garten, sondern am Waldesrand der Milchstädter Tannen. Da steht eine Bank, bin ein bisschen überdacht von Bäumchen. Hab jetzt gerade schon Videos gedreht für meine anderen beiden Kanäle und jetzt ist der hier auch dran. Ich sende mal nicht aus dem Garten, weil es wird nur kurz und knapp und möchte dann auch auf den anderen Kanal Hier und Jetzt verweisen. Da wird es dann persönlicher, ausführlicher und detailreicher. Ja, dennoch war bei mir ganz viel los. Hab da ja einiges mitgekriegt. Ich werde hier so abgelenkt von einer Libelle, die fliegt die ganze Zeit um mich rum. Die ist echt groß. Naja, vielleicht möchte sie ja auch mal rauf. Vielleicht regelt sie das selber. Ja, ich möchte nur einmal kurz sagen, ihr kennt das ja so ein bisschen ganz kurz runtergebrochen, dass ich von sehr, sehr wenig Geld leben musste, schon letzten Monat, / plus Spenden. Ja, und ich ohne Hilfe nicht durchgekommen wäre. Ja, auch an dieser Stelle echt vielen Dank an alle, die da mitgewirkt haben, egal auf welcher Ebene, ob finanziell, ob seelisch, in Gebeten, wie auch immer, das auf unterschiedlichste Weise hat mich das erreicht. Und das hat mich erreicht und auch mit durchgetragen. Ich sage da aus tiefstem Herzen vielen Dank. Und ja, jetzt ist das so, die Umstände haben sich ein bisschen geändert, auf jeden Fall für diesen Monat August. Es sah so aus, als ob ich 149 Euro zur Verfügung habe. Das ist deutlich mehr geworden. Ich habe Geld bekommen, von da, wo ich es mir erwünscht habe, also für den Monat August, viel besser. Wie es danach weitergeht, nächsten Monat werde ich erst Ende dieses Monats erfahren, aber für diesen Monat sieht es sehr gut aus. Somit werde ich auch, wie auf den anderen Kanälen, wenn jetzt neue Videos kommen, unter den Videos den Text verändern, denn ich hatte unten im Text geschrieben, wie man mir helfen kann, und da stand auch drin eine dringende Bitte. Etc. pp. Details könnt ihr ja auch unter diesem Video noch gucken. Ach nee, genau, unter diesem Video habe ich es ja schon geändert. Wunderbar, genau. Aktuelle Videos bekommen bei mir unten einen anderen Text. Und falls ihr mal gucken wollt, wie es mir da geht, wo ich da gerade stehe, dann guckt euch einfach ein aktuelles Video an und was unter dem Video steht. Ich werde das jetzt entschärfen, sagen, wie es ist, schreiben. Da muss ich noch kreativ werden, wie das aussieht. Das fällt mir nicht ganz so leicht, an sowas sitze ich länger. Manchmal geht es aber auch schnell, vielleicht darf das heute auch mal sein. Ja, da möchte ich einmal verweisen jetzt nochmal konkret auf das Video bei Hier und Jetzt. Da sind alle Details, warum ist das so, wieso, weshalb, wie geht's weiter. Mehr möchte ich hier an dieser Stelle nicht ausführen, da bitte gucken. Ansonsten möchte ich das hier in guten Energien lassen und ich habe auch jetzt die Videos auf privat gestellt, die ich veröffentlicht hatte bezüglich meiner Lage, weil ich auch niemanden schaden möchte, weil ich habe durchaus ein bisschen um mich geschlagen, weil ich war so in die Ecke gedrängt und im Survival-Modus. Ich meine, Geld regiert die Welt und ich tue schon, was ich kann, aber ich habe auch meine Grenzen. Irgendwann kann man nicht mehr und fällt man um und das hatte ich zu oft und ja, sonst würde ich das auch nicht machen. Mir schmeckt das nicht, solche Videos zu machen, aber jetzt mal was Positives, eine gute Meldung. Der August sieht super aus. So. Dankbarkeit ist raus, aktueller Stand ist raus. Ja, vielleicht auch eine Bitte mit dem anderen Video, weil da erzähle ich ein bisschen mehr. Das hilft mir weiter, auch in der Zukunft, wenn ihr meine Videos seht und vielleicht mal kommentiert, dann habt ihr auch gewisse Sachen im Hinterkopf, die einfach auch die Sache betreffen. Sonst würde ich sie da nicht erzählen, sonst würde ich jetzt auch nicht darauf verweisen. Das würde mir sehr weiterhelfen, einfach für mich persönlich. Ich weiß immer nicht, in welche Kamera ich gucken soll, es sind 3 Stück. Welche da nun die Mitte ist. Das werde ich jetzt wohl mal rausfinden. Jetzt habe ich das markiert, so links, rechts. Ich habe hin und her geguckt, habt ihr wahrscheinlich gesehen. Obwohl ich weiß nicht, wie deutlich die Augen zu sehen sind. Ja, Milchstädter Tannen hier. Ein wunderschöner Ort, es regnet gerade. Ich werde die Zeit jetzt hier noch genießen. Ja, es wird von mir wieder was kommen. Ich wollte diese Woche, es war aber keine kreative Energie da, bis jetzt nicht. Ich glaube, da hat dieses auch gefehlt, dass mal erstmal so ein Video dran ist, um das andere auch zu entschärfen und auch transparent zu sein, wo ich stehe. Ne? Also ich werde sicherlich nicht mein ganzes Privatleben offenbaren, aber soweit, wie ich das für vernünftig halte und soweit, wie ich auch da bereit zu bin, werde ich weiter teilen. Aber heutzutage ist es nicht ganz ohne, in der Öffentlichkeit zu stehen. Da kommen viele böse Kommentare, die mich doch gerade seit letztem Jahr regelmäßig umhauen. Also das ist schon seelenzerstörend. Ja,
Es hat seinen Preis, in der heutigen Zeit und in den letzten Jahren aktiv zu sein mit dem, was man macht. Es bringt es auf gewisse Art mit sich. Ich habe einiges erwartet, aber dass es alles so krass wird, das habe ich nicht erwartet. Vieles unnötig. Ja, ich für meinen Teil habe alles gegeben, was ich konnte. Und für mich beantworten sich die Fragen mit dem Herzen. Und genauso, wenn ich dann nicht mehr kann und solche Videos drehe, Hilfe rufe oder von Obdachlosigkeit bedroht. Ich meine, es gibt ja noch ein paar Baustellen bei mir. Zu den Sachen werde ich mich dann auch äußern. Aber jetzt, im Moment geht es jetzt erstmal um finanziell aufgestellt zu sein. Da sieht es gut aus, alles andere. Das muss erstmal verarbeitet werden, für mich ganz neu. Und bis in ein Stativ gekommen. Hätte ich es nicht gesagt, wäre es wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Manchmal ist das so. Oh, ich bin langsam mich verkrampft. Ja, gut. Das war jetzt die Folge, weiß ich nicht, wie ich die nennen wollte. Wie, vielleicht eine Folge X oder so. Oder einfach irgendwas Spontanes, weiß ich nicht. Also ich rühre mich wieder. Der Garten sieht wundervoll aus. Die Sonnenblumen sind aufgegangen. So viel kann ich schon verraten. Ich möchte euch das unbedingt zeigen. Wirklich, ganz wird ganz toll, bin ich mir sicher. Und wenn ich dann jetzt auch so langsam loslassen kann und vor allen Dingen, oh, wie nennt sich das Wort? Gelassenheit. Wenn wieder Gelassenheit einkehren darf, dann geht so viel mehr. Nun gut, alles Gute für euch da draußen. Ich sage ganz gerne, bleibt im Licht und in der Liebe. Hier auch angemessen. Passt auf euch auf. Wir sind in der Zeit, wo wir einander mehr brauchen, als uns das im Moment vielleicht noch klar ist. Im Wir geht's weiter. Das Ich und Du hat genug gespalten. Und ich hoffe, ich darf auch weiter mitwirken. Wie gesagt, nochmal danke für eure Unterstützung. Das hilft auch auf der Ebene, mir Datenvolumen kaufen zu können. Ja, jetzt geht das erstmal alles so. Bin auch mega glücklich, dass ich jetzt ein paar Sachen entspannter angehen kann. Ja, Video folgt, Videos folgen. Danke für alles. Danke, 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 danke. Ich weiß, es ist überschwänglich, aber hey, mir ist der Arsch lange noch auf Grundeis gegangen. Jetzt habe ich mal eine Pause verdient und ich werde sie nutzen, Kraft tanken und auch was zurückgeben. Jede Menge. Ja, geh weiter. Bis dann. Tschüss, euer Lars Christian. Ich bin dann mal raus an dieser Stelle und genieße weiter diesen wunderschönen Regen. Ach, hier, auf der Waldschrat gibt es ein wundervolles Video dazu. Kleine Verlinkung, kleine Werbung noch. Der Waldschrat. Irgendwas mit Regen, Pachamama. Ich verlinke euch das auch noch mal hinterher. Ja, jetzt bin ich aber weg. Ja, oh, ich bin froh, Leute. Ihr habt keine Ahnung. Wir haben alle unser Kreuz zu tragen. Das ist mir nicht mehr bewusst, aber das ist was. Mein Leben ist eine Truman Show. Bis zum nächsten Mal. Da kommen Leute. Und weg.